Also die Kinos sind ja erstmal einer Situation, die müssen sich erstmal klar werden, wer sie eigentlich sind und welchen Stellenwert das denn überhaupt haben soll, das digitale Heimgeschäft. Ob das nur funktioniert und eigentlich nur so ein bisschen mitgemacht wird oder ob das Teil der Unternehmensidentität wird. Und ich bin fest davon überzeugt, und es gibt so viele Studien dazu, dass es nur dann funktioniert, wenn ich mich selbst nicht mehr als Lichtspielhaus sehe und auffasse, sondern eben sage, ich bin sozusagen, ich bin ein Filmanbieter, der eben über großen Kompetenzen hat, natürlich in dem Erlebnis, was ich schaffe. Das Erlebnis kann eben sein, sozusagen im Kino, und es kann aber auch woanders sein. Es kann eben auch zu Hause sein. Es kann auch in der Virtualität sein, in VR. Also da muss ich sagen, ich glaube, da geht es weniger darum, zu sagen, sozusagen, wie mache ich das jetzt eigentlich mit dem Streaming, sondern da muss ich die Liebe entwickeln und ich muss sagen, ich will das ernsthaft machen, ich will das zum Teil meiner DNA machen und ich bin eben jetzt nicht mehr nur der Kinobetreiber mit einem angehängten Streaming-Kanal, sondern ich versuche das zu integrieren. Und wenn man das macht, dann kann man, glaube ich, große Vorteile nutzen, die nicht zuletzt in diesem direkten Kundenkontakt sind, in diesem direkten Begegnung. Das ist ja ein Raum für Emotionen, den kann ich zu Hause gar nicht generieren. Den kann ich auch nicht durch die digitale Empfehlungssysteme generieren.